Heute möchte ich mal versuchen, ein beliebiges Muster in eine Wand zu stempeln. Dazu stelle ich mir zuerst einmal einen Schnitt in meine Zeichnung. Ich öffne den Schnitt und zeichne mein Muster mit Morphlinien. Zum Beispiel einige Kreise. Und schaue mir das Teil nochmal an. Moment, noch nicht. Dann noch was anderes. Eine Konstruktionslinie. So. Steuerung 3. Wenn ich das jetzt in die Länge ziehe, kriege ich einen dran. Wenn ich diesen. Wenn ich die Kreise habe, kann ich drei Kreise gemeinsam ziehen. Also wenn das Muster denselben Umriss hat, zumindest bei Kreisen geht es. Die kann ich auch gemeinsam. Gut, nochmal zurück. Noch einmal, das muss ich extra, das wird nicht mitgenommen. Also sobald ich ist nicht dabei gewesen. Zurück. Da muss ich erst. Es wird jetzt nicht gehen, das mit Flächen direkt zu überdecken. Ich zeige es mal. Solid Element befinden. Morph ändern mit Flächen bedecken. Zumindest im 17 ist es nicht, 16 ist es nicht geklappt, schaffen kann. Geht nicht. Plan. Morph ändern. Vereinen. Eindrum. Mit der Maustaste. Nicht durch die Maustaste. Keine Ahnung. Mit Flächen bedecken. Scharfe Kanten. Okay. Dann den einmal umschalten. Ist mir egal, gut. Macht dann noch einen. So. Das. So geht's. Jetzt muss ich immer die gleiche Kategorie haben, dann funktioniert's.
von den anderen? Kann ich das mit Filtern unterscheiden? Das ist noch interessant. Jedenfalls kann man jetzt sehr leicht eine Wand zeichnen. Steuerung L, neue Ebene, neue Vektor mit. Okay, so. Planung. Solid-Element-Befehle. Das Teil. Zielelement. Diese Teile. Operationselemente. Abzug. Ausführen. Steuerung 3. Folgt nicht mehr. Machen wir höher. L und weg damit, ausschalten. Das hier, also die ganzen Morphs, Steuerung A, auf die Ebene weg damit. Interessant. Dann konnte ich nicht alle Morphs erwischt, weil sie über der Grundrissebene waren. Okay. Das ist egal. Nochmal. Hier sieht man, dass es verbunden ist. Gut. Nochmal. Zielelementbefehle. Das hier. Zielelement. Steuerung A, Operationselement, ausführen. Steuerung L. Ist reingestempelt. Steuerung L. Achso, war ich jetzt nicht. Okay. Wenn ich jetzt gleich von vornherein tiefer gemacht hätte, könnte ich jetzt ordentlich durchstampfen. So muss ich einfach genau sein. Also offensichtlich gibt es hier in diesem Morph-Röhrenbefehl nur die Möglichkeit, gleichartige Morph-Elemente in einem Aufwasch zu ziehen. Also ich kann Runde gemeinsam ziehen oder ich kann F gemeinsam ziehen. Gut, das war's schon wieder.